Der schlimme Fritz im Kriege. Jüngst als der Krieg begonnen hat, da war ein Knab in einer Stadt, als bitterböser Bub bekannt, der wurde nur schlimmer Fritz genannt. Wo es Ränke gab und Schelmerei, war sicher unser Fritz dabei. So ließ er auf der Straße denn auch niemand vorübergehen. Und in der Schule war es ebenso. Er war so ungezogen roh. Kaum wandte sich ein Lehrer um, so schlug er schon um sich herum. Einst war er auf der Eisenbahn. Da zogen grad Soldaten ran. Die fuhren in das Frankenreich. Halt, dacht er, ich marschier mit euch. Und hinter Fässer steckt er sich. Dort sieht ihn niemand sicherlich. Bald braust der Zug im schnellen Lauf. Adieu. Jetzt hört das Lernen auf. 2 Tag und Nächte auf der Bahn. Da fängt er zu weinen an. Wie hätt ich es zu Haus so gut? So geht's, wenn man nicht Folgen tut. Und als die Mannschaft stieg da aus, da kroch er endlich auch heraus, bat die Soldaten hier um Brot und klagte ihnen seine Not. Die lachten ihm erst ins Gesicht. So was gebührt dir, loser Wicht. Doch gaben sie ihm Brot am End und einen Schnaps, ha, wie der brennt. So zog er mit den Truppen fort, von Feld zu Feld und Ort zu Ort. Musst Wasser tragen, Feuer schüren und nachts im Freien oft recht frieren. Die Kugeln sausten um ihn her. Schon hat er keine Mütze mehr. Ein Tschako ziert jetzt sein Haupt, den er vom Felde aufgeklaubt. Kartoffeln schmeckten nie zu Haus. Wie gierig gräbt er sie jetzt aus. In Schlamm und Kot kriecht er darum. Und Bomben platzen ringsherum. Einst schwollen seine Füße an, so dass er nicht mehr weiter kann. Da kam ein Arzt vom Militär, der nahm ihn mit als Marodeur. So wurde er ins Spital gebracht. Viel Schmerzen hat er Tag und Nacht. Es ist besser in die Schule zu gehen, als solche Schmerzen auszustehen. Ein Doktor kam einst, Gott erbarm, mit Messer, Säge unterm Arm. Da fing er schon zu bitten an. Doch ging es einem anderen dran. Nach langer Zeit ward er geheilt. Und weil ein Zug nach Deutschland eilt, so setzt man auf die Kisten ihn. Und so fährt er zur Heimat hin. Als er zu Haus ins Zimmer trat, sein Herz voll Angst geschlagen hat. Doch die Eltern sind ja immer gut, wenn auch ein Kind oft fehlen tut.